So, dann darf ich euch zur Pressekonferenz begrüßen nach der Partie des SC Waldhof Flensburg 8 gegen den Hamburger SV 2. Ich habe beide Trainer hier, Louis Favé zu meiner Rechten vom HSV und haben unseren SC und Thorsten. Und wie es sich wie immer gehört, bekommt der Gast das erste Wort, dein Fazit zum Spiel. Ja, danke. Erstmal Thorsten, Glückwunsch. Danke. Macht Spaß hier, ehrlich sagen, ist richtig was los mit der Atmosphäre. Haben wir ja auch nicht immer hier in der Regionalliga, von daher erstmal Kompliment dafür. Ja, ich glaube, erste Halbzeit haben wir zu langsam gespielt gegen eine wirklich sehr gut verteidigende Mannschaft. Das wussten wir auch davor, dass wirklich alle Bereitschaft zeigen, bei euch nach hinten zu arbeiten. Und dafür muss man sehr genau sein in sein Passspiel, Geschwindigkeit reinbringen. Das haben wir nicht gut geschafft. Von daher bin ich auch verdient 1-0 in Rückstand gegangen. Zweite Halbzeit, finde ich, haben wir dann doch mehr Alarm gemacht. Haben das Tor, müssen wir gerade mal angeguckt, ist natürlich schon sehr bitter, weil es nicht nur ein Meter, sondern wirklich zwei Meter ganz klar kein Abseits ist. Das Tor ist natürlich bitter, auch mit dem Lattentreffer dann in der letzten Minute, ein Torwarttor habe ich auch noch nie erlebt, hätten wir gerne mitgenommen. Aber so unterm Strich ist das dann in Ordnung. Wir müssen einfach lernen, die Geduld zu behalten, gerade mit so vielen sehr jungen Spielern, die dann mal durch drei durchdribbeln wollen, alles vielleicht alleine lösen, wenn wir da noch zusammen das als Team hinbekommen, Geschwindigkeit reinzubekommen, zusammen Fußball zu spielen, dann glaube ich, wird es in der Rückrunde ein bisschen spannender natürlich. Danke. Danke, Louis. Thorsten, dein Fazit zum Spiel. Ja, danke für die Glückwünsche. Ich sehe das so ähnlich oder genauso. Ihr seid eine starke spielerische Mannschaft und deswegen habe ich auch vorher gesagt zur Mannschaft, das wird heute eine riesen taktische Herausforderung, wie wir uns da verhalten. Gehen wir vorne drauf, gehen wir nicht vorne drauf. Wir haben vieles probiert in den letzten zwei Tagen. Heute hatte das ganz gut geklappt mit dem Zustellen beim Abstoß. Und trotzdem haben wir uns dann nachher auch ins Mittelfeldpressing bzw. auch manchmal ins Abwehrpressing zurückgezogen, um diese Spiellaune auch ein bisschen einzuschränken. Ich finde, nach dem 1-0 wurden wir auch ein bisschen sicherer im Passspiel, im Spiel nach vorne. Das hat so ein bisschen befreit. Aber ja, auch von der Zweikampfhärte, denke ich, war das alles in Ordnung. Zweite Halbzeit war klar, dass HSV 2 so einen Druck macht. Dafür haben sie eben doch Qualität. Aber wir eben auch. Und ich finde, dass wir sehr, sehr diszipliniert gespielt haben. Das, was du gerade gesagt hast, das freut mich unheimlich, dass wir wirklich bis zum Schluss die Ordnung versucht haben zu behalten. Außer wir haben mal versucht, einen Konter zu spielen und dann Ballverlust. Das war dann waren wir nicht ganz strukturiert oder in Ordnung. Trotzdem alle sofort zurückgearbeitet. Das war auch ein Einsatzspiel, ein Willensspiel. Und daran sieht man, dass diese Mannschaft lebt und auch an sich selber glaubt. Und deswegen freue ich mich unheimlich, dass wir heute gewonnen haben, 1-0. Und wenn es mit der Entscheidung stimmt, was du da sagst, das gleicht sich wieder aus. Also ich letztes Jahr weiß ich ja nichts. Naja. Okay, jedenfalls, ist immer doof. Ich mag euch, ich habe da gearbeitet. Ich hänge sogar im Museum mit einem einmaligen Spiel, 10 Minuten. Deswegen gute Heimfahrt und ich freue mich auch aufs Rückspiel. Weil es immer Spaß macht, gegen spielerische Mannschaften zu spielen. Danke. Thorsten, bitte ist dazu Fragen. So nicht der Fall zu sein, anscheinend ist alles beantwortet worden. Dann haben wir noch kurz einen Zwischenstand hier, kurz vor Schluss für Drochtersen mit 1-0 gegen St. Pauli. Die nächsten Termine für euch geht es am 2. November gegen Drochtersen weiter. Für uns am 3. gegen Holstein Kiel, bei Holstein Kiel um 14 Uhr. Nächstes Heimspiel ist dann am 9. November hier zu Hause um 13.30 Uhr gegen den SV Meppen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende, kommt gut nach Hause, bleibt gesund und bleibt uns vor allem gewohnt. Dankeschön. Tschüss.